Ist der RPG Maker fest tot oder lebt er noch? Willkommen auf dem Kanal RPG Maker World. Ich habe mich umbenannt, habe alle Videos wieder freigeschaltet und habe gedacht, ich stelle mir diese Frage mal, ob der fest noch lebt. Und ich habe mal ganz grob reingeguckt, habe ein Spiel gefunden, was mich kurz anspricht, und zwar Granny Version 1.5 von Chan Lucas. Deswegen habe ich gedacht, gut, gehen wir einfach mal rein. Divi-Looper. Bitte wähle einen Modus. Nimmt's einfach, weil ich würde gern durchkommen. Okay, die Figur steht halb im Bett drin, okay. Wo bin ich? Wer wohnt hier? Ich muss hier weg. Okay, aber jetzt zu der Frage, lebt der Player noch? Okay, ich kann die Sachen kaputt machen, das ist sehr cool. Und zwar, ich habe jetzt seit, boah, mein letztes Festvideo ist, glaube ich, 8 Monate her, wenn ich mal geguckt habe. Und seitdem ist leider auch nicht so viel in den Player reingekommen. Ich denke mal, dass da die Community mehr oder weniger tot ist. Da läuft eine Oma rum. Und die läuft auch noch gleich wie ich. Bin ich jetzt tot? Okay, ich bin tot. Alles klar. Fangen wir nochmal an. Also wie gesagt, es kam ja irgendwie nichts mehr rein, außer jemand von euch kennt jetzt hier noch wirklich ein Spiel, was alles auseinander nimmt. Weil, wie der Name von dem Kanal ja schon sagt, will ich mehr auf RPG-Maker-Spiele gehen. Und ich würde mir auch freuen, wenn ich weiterhin den Fest bedienen könnte. Oder dürfte, oder wie auch immer man es nennen will. Ups. Was muss ich denn machen? Einfach abhauen. Da läuft eine Spinne rum. Ich habe Angst vor Spinnen. Deswegen würde es mich eigentlich freuen, wenn ich schon noch ein paar Videos zu diesem schönen Gerät hier machen könnte. Wollte gerade sagen, zu diesem Player hier machen könnte. Das Fenster sieht so verdächtig aus. Upp. Hindurchgehen. Jawohl. Spring doch in den Brunnen. Ich habe den Safe-Schlüssel erhalten. Aber wo ist der Safe? Ja, moin, alles klar. Gut, okay, ich rede jetzt einfach nur noch im Hauptmenü. Entschuldigung. Ja, jetzt habe ich da halt nochmal, wie gesagt, ich habe reingeguckt, es war nichts drin, mehr oder weniger mein Lieblingsgenre Horror. Außer ihr kennt jetzt dann noch irgendwie ein Spiel, wo ihr sagt, das muss man jetzt spielen. Außer Rune Boss, das ist natürlich voll geil. Da habe ich mich leider damals verspeichert und hatte auch nicht mehr so viel Lust, dann nochmal von vorne anzufangen. Also das ist nichts Persönliches, war ein geiles Spiel. Aber wie es jetzt gerade aussieht, nee. Ich denke, ich werde wieder normale RPG-Maker-Spiele spielen, weil die Spiele einfach geil sind. Und dann gucken, was sich so anbietet. Klar, ich werde nicht nur RPG-Maker-Spiele spielen, ich werde auch Spiele in dieser Art spielen, also auch mal 2D-Rollenspiele oder sowas. Und Terraria oder so. Ah, auf jeden Fall mal gucken, wie sich der Kanal durchsetzt. Oder ob er wieder gelöscht wird, wie mein alter Kanal, der RPG-Maker-World hieß, 2 Tage später ohne Grund gelöscht. Ja, moin. Ja, warten wir es mal ab. Vielleicht verirrt sich ja der ein oder andere Zuschauer noch hierher. Also, auf Wiedersehen.